Die Austria in St. Florian von Beginn an besser. Die echten Chancen haben aber zu Beginn nur die Hausherren, sowie Marco Mitterbeyer, der sich durchtankt und Marco Radovanovic findet. 1:0 für die Oberösterreicher, die dann kurz vor der Pause nachlegen. Der Ball kommt über Umwege zum Ex-Austrianer Renze Petitke, der den Ball ablegt, und am Ende ist es Julian Salentinic, der Austriache Mann, der den Ball ins eigene Tor legt. In der zweiten Halbzeit klappt es dann aber auch mit Treffern. Nach Foul an Florian Jaritz verwandelt Sandro Zaccani einen Elfmeter sicher, und St. Pölten Neuzugang Christian Heiden steht plötzlich allein vor Goli Michel und verwandelt zum 2:2. Am Ende hat der Austria sogar noch die Möglichkeit, auf den Führungstreffer Alind El-Shani fast noch mit dem 3:2. Am Ende, Gerhard Felder, der Trainer, hat es auch gesagt, kann man auch sicherlich mit diesem Punkt leben. Es ist der erste in der neuen Regionalliga-Saison.